Ja, ich denke, sehr wichtig. Also es heißt ja, viele sagen mittlerweile, dass es keine Typen mehr auf dem Platz gibt, so wie es früher vielleicht ein Oliver Kahn war zum Beispiel. Vielleicht das ist ein Extrembeispiel. Aber allein durch die psychische Stärke kann man auch so viel wegmachen oder durch den Einsatz. Also ich nenne da immer gerne das Beispiel Kevin Großkreuz. Also ist jetzt nicht der begnadeste Fußballer und wahrscheinlich auch nicht der, der durch 10 Männer durchgeht und dann das Tor macht, so wie vielleicht Messi. Aber der haut einfach alles für den Verein rein, was er reinbringen kann. Also ich meine, kämpfen kann man immer, sagt man, auch wenn es einfach so mal nicht läuft. Und das sind einfach so die Grundtugenden, die man einfach sich aneignen muss, schon im E-Jugend-, D-Jugend-Bereich, dass man einfach jedes Spiel gewinnen will, jedes Tor machen will, auch schon im Training jeden Pass anbringen will. Und ja, das macht eben dann auch am Ende den Unterschied aus. Also ob man es mehr will als der andere, heißt auch so oft. Also ich denke, dass das auf jeden Fall der richtige Ansatz ist.